So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Sam & Max Season 1. Wir sind hier in Episode 5, Reality 2.0. Wir sind letztes Mal hier bei Sybil stehen geblieben, die scheinbar einen Totalschuss hat. Ja, und die hat scheinbar irgend so eine Virtual Reality Brille auf, weil die man murmelt die ganze Zeit irgendwas. Da werden wir mal weiterschauen. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch irgendwas, aber langsam geht mir die Idee aus. Relax. Take it easy. Left is good. Okay. Lefties Bude steht schon seit langem leer. Ah, das freut mich. Ich bin gerade ernsthaft am überlegen, wie wir Sybil da jetzt wach kriegen. Ist gar nicht so einfach. Ein unglaublich wertvoller historischer Kunstgegenstand mit unglaublich schäbigem Dekor. Zurück, ihr Dämonen! Zaubere Schutzwahl der stinkenden Ekligkeit! Oh Mann, die Frau ist wirklich vollkommen weggetreten. Ich hoffe mal, ihr seid nicht so drauf, wenn ihr so, wenn ihr gerade am Zocken seid. Das ist nicht gesund. Allerdings ist es auch nicht besonders gesund, mit sich selbst zu reden, aber naja. Gehen wir nochmal schnell zu Bosco. Wie nennt er sich? El Bosco Drill oder so ein Mist. Also ich muss persönlich sagen, ich liebe Rollenspiele, aber ich bin kein Freund von Verkleiden und sowas. Mag ich überhaupt nicht. Hey, Finger weg von den Sachen, ihr Ferkel! Achso, ich muss... Ach ja, mir fällt es wieder ein, was ich machen muss. Wird lustig. Was zum... Ich bin eingeklemmt! Als Präsident gedenke ich mich der Problematik des Übergewichts bei Ratten ohne Umschweife anzunehmen. Lass mich hier raus! Ach, wir lassen dich noch früh genug daraus, Jimmy. Früh genug. Das wird lustig. Wer bereits weiß, was wir hier vorhaben, nichts weiter sagen. Und wer nicht weiß, was wir jetzt vorhaben, der sollte jetzt genau hinsehen. Das wird nämlich gleich sehr lustig. Es ist halt typischer Sam & Max Humor. Da kann man nichts machen. Die haben das Konzert von Liver und Onions abgesagt. Und das, nachdem sie schlappe 5 Monate versucht haben, auch nur eine einzige Eintrittskarte zu verkaufen. Lol, 5 Monate hängt das Ding da schon. Ja, 5 Episoden. Jede Episode ein Monat. So, was haben wir hier? Rattenkanone. Rattenkanone plus Zibbel. Was ist passiert? Bin ich am Aufwachpunkt? Kommt sie wirklich wieder zu sich? Wach auf, Sybil. Wir haben dich von dieser fiesen Technobrille befreit. Spinn ich oder habt ihr mir gerade mit einer Kanone eine Ratte an die Birne gefeuert? Wie du das erzählst, klingt das nicht halb so cool. Ich hoffe, du bist nicht allzu sauer. War die einzige Möglichkeit, dich aus der Hypnose zu reißen. Ich war nicht hypnotisiert, hab ein Computerspiel getestet. Nicht zu danken. Als Freelance-Police ist das unser täglich Brot. Danken? Ihr Schnarchnasen habt mir den neuen Job vermasselt. Ist ein neuer Job rumzuhampeln wie eine hyperaktive Bauchtanzschülerin beim Fächertanz? Der Job ist schon vergeben, Lady. Als Freelance-Police ist das unser täglich Brot. Ich bin Beta-Testerin. Mit dieser Brille habe ich Realität 2.0 getestet. Jetzt guckt nur, ihr habt sie kaputt gemacht. Ich habe noch nicht mal die Kaution abbezahlt.
Ah, Realität 2.0. Dachte ich mir schon. Das ist ein neues, interaktives Multiplayer-Online-Adventure-Spiel, das man mit der Client-Software und dieser Virtual-Reality-Brille über einen Wi-Fi-Link auf einem Remote-Server spielt. Du solltest vielleicht für meinen technologisch eher unbegabten kleinen Freund hier einige deiner komplizierteren Fachtermini etwas erläutern. Dieses Wort Realität verwirrt mich etwas. Oh, tut mir leid. Ich vergesse immer wieder, dass ihr beide Luditen seid. Sind wir gar nicht. Wir sind nur sehr gute Freunde. Realität 2.0 ist wie ein Videospiel. Man zieht diese Brille an und betritt eine andere Welt. Das wird das Größte überhaupt im Internet. Ich habe dich so nie als Computerfreak eingeschätzt, Cyril. Wie hast du diesen Job gekriegt? Ich habe mir online ein paar Arbeitsangebote durchgesehen und eins war direkt nebenan. Lefty ist wieder da? Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Sam, weißt du zufällig, wo ich meine gute Machete hingelegt habe? Nein, Lefty ist weg. Zack hat die Räume jetzt angemietet. Ein Zack ist hier nebenan eingezogen? Als ob du nicht oft genug in der Gegend wärst. Was brauchen wir da noch mehr Säcke? Schon mal vom Knüppel aus dem Sack gehört, mein vorlauter Freund? Zack hat nichts mit Säcken zu tun. Das ist eine Abkürzung für Selbsthilfe, Dings da, weiß ich nicht mehr so genau. Denkst du das Gleiche wie ich, Max? Das wage ich schwer zu bezweifeln. Diese Sackgesichter stecken bestimmt hinter unserer Computerkrise. Der Sackgesichter. Was ist ein Beta-Tester? Ich spiele Computerspiele und suche nach Bugs, also Fehlern, die vor der Veröffentlichung noch behoben werden müssen. Braucht man dazu nicht eine gewisse Berufserfahrung? Nö, man spaziert nur durch die harte Arbeit anderer Leute und zeigt auf alles, was sie falsch gemacht haben. Schließlich war ich vorher Therapeutin. Schon vergessen? Okay. Sind Computerspiele nicht eine gigantische Zeitverschwendung? Die sind gar nicht so übel, solange man nicht in irgendeinem langweiligen Endlosdialog feststeckt. Habt ihr überhaupt sowas schon mal gespielt? Davon wird man antisozial, gewaltbereit, gewissenlos und abhängig von sofortigen Belohnungen. Daher erschien uns das redundant. Oh Mann. Ich bin sicher, du verstehst, ebenso wie dein möglicherweise hinzuzuziehender Rechtsbeistand, dass wir in der Annahme handelten, du wärst hypnotisiert. Typische Spielehasser-Propaganda. Mir ging's rundum gut. Ich wünschte nur, das wäre nicht direkt an meinem ersten Arbeitstag passiert. Du fängst einen neuen Job an einem Freitag an? Heute ist doch Montag. Oder etwa nicht? Du hast eine ganze Woche mit diesem Spiel verbracht. Sie ist süchtig, Sam. Da müssen wir dringend einschreiten. Wir brauchen ein paar gesalzene Erdnüsse, eine eiserne Jungfrau und, ach ja, eine Familienpackung Tempos. Das wird sehr emotional. Eine ganze Woche? Vielleicht will ich diesen Job doch lieber nicht. Hey, so schnell darfst du aber nicht aufgeben. Und sowas will eine Spielsüchtige sein. Ich muss sagen, habe ich auch mal gemacht, da habe ich mal World of Warcraft ausprobiert. Ich konnte einfach nicht aufhören, oder besser, ich wollte nicht. Passiert mir das eigentlich überhaupt nicht mehr. Hab mich ziemlich gut gewöhnt daran. Taugt das Spiel denn was? Ist schon ganz in Ordnung, finde ich. Aber irgendwie wiederholt sich alles etwas zu oft. Ah. Die Programmierer verarschen sich hier selber, oder was? Was ist denn los mit der Brille? Ihr habt sie kaputt gemacht. Das ist damit los. Sieht aus, als wäre der Refaktizierungschip für die Downstream-Signalproturbierung am hinteren Verwerfungslot defekt. Er hat nicht die leiseste Ahnung, wovon er da quasselt, oder? Hat er nie. Was ist denn so wichtig an dieser Brille? Naja, erstens habe ich eine Menge Pfand für sie hinterlegt. Und zweitens sind sie die einzige Möglichkeit, in die Realität 2.0 zu kommen. Und drittens verwette ich ein Jahresgehalt von Max darauf, dass sie die einzige Möglichkeit sind, dieser Computerkrise auf den Grund zu gehen. Okay. Miss Peter, Cyril. Ihr findet mich in der Schlange beim Arbeitsamt. Krallen wir uns mal die Brille. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Juckt mich doch nicht. Naja, gehen wir nochmal hinten zu Lefty's Laden. Obwohl ich nicht genau verstehe, warum wir da letztes Mal nicht reingekommen sind. Na, sehen wir mal. Wird sicher lustig. Ich will diese Säcke sehen. Sackgesichter. Nächster Punkt der Tagesordnung.
Wenn Sie über die Tombola der selbstgebackenen Kuchen sprechen wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie ein neues Thema ansprechen möchten, drücken Sie bitte die 2. Nach der Konferenz werden im Foyer Erfrischungen gereicht. Anscheinend sind wir in das Lagerhaus geraten, in dem Steve Wozniak seine erotischen Filme dreht. Hallo und herzlich willkommen bei der Selbsthilfegruppe für ausrangierte Computerklassiker. Name und ladungsfähige Anschrift. Wozu sollte das gut sein, dass ihr unsere Freundin Sybil mit eurer blöden Brille hypnotisiert habt? Sybil, P-A-N-D-E-M-I-K, angekoppelte Nummer 48.726,5. Sie genießt die Realität 2.0, freigegeben ohne Altersbeschränkung. Alle empfangen! Es gibt keine Trennung! Wenn Sie ins Internet gehen und die Realität 2.0 selbst erleben möchten, drücken oder sagen Sie jetzt Ja. Was hat denn das Internet mit eurem kleinen VR-Spielchen zu tun? Das Internet kontrolliert alles. Das Internet erträumt eine neue Welt. Eine Welt der Spiele. Eine Welt des Handels. Eine Welt ohne Grenzen und Ausgänge. Mit der vereinten Rechnerleistung des gesamten Planeten wird dieser Traum nun Realität. Realität 2.0. Einfach unglaublich! Moment mal. Das Internet? Das macht durchaus Sinn. Nur jemand mit Zugriff auf allumfassendes Wissen kann ein solches Computerchaos im weltweiten Maßstab anrichten. Es kommt nicht darauf an, was man weiß, sondern wen man kennt. Das Internet kennt jeden. Durch geschickten Einsatz seiner redundanten Netze persönlicher Beziehungen zu anderen Maschinen hat das Internet die gigantische Rechenleistung zusammengefasst, die für die Verwirklichung der Realität 2.0 nötig ist. Gut, aber wo kommt die Hypnose ins Spiel? Realität 2.0 ist freigegeben, ohne Altersbeschränkung. Alle empfangen! Es gibt keine Trennung! Natürlich. Es geht nicht darum, Computer verrückt spielen zu lassen, es geht um die Leute. Oh, wirklich? Realität 2.0 ist nichts anderes als ein bösartiger Versuch, mit Hypnose die Weltherrschaft zu erringen. Na prima, dann ist es doch ganz einfach. Dann müssen wir nur das Internet vernichten und all unsere Probleme sind gelöst. Okay, Internet vernichten, sagt er so einfach. Sybil hat uns gebeten, ihre Kündigung abzugeben. Sie hat jahreszeitlich bedingten Liebeskummer und Skorbut. Das ist aber schade. Das scheint ganz schön ansteckend zu sein. Da leiden viele drunter. Was genau läuft hier eigentlich? Wir machen den Weg frei. Für einen neuen Schritt zu einem neuen Selbstwertgefühl. Ich liebe! Ich bin mächtig! Ich werde euch vernichten! Vielen Dank, dass Sie unsere tägliche Selbstbestätigung unterstützt haben. Lol. Das Internet benutzt euch Maschinen, um die Menschheit zu täuschen und zu versklaven. Und als Präsident der Vereinigten Staaten ist das ja wohl meine Aufgabe. Wir versuchen nur zu helfen. Ja, genau, tschüss. Wir könnten hier nicht entkommen. Sie müssen etwas Nachsicht mit ihm haben. Es fällt ihm einfach schwer, Lebewohl zu sagen. Lol. Jetzt mal hergehört, Sackgesichter. Wo finden wir dieses Internet? Das Internet ist überall und nirgends. Fehler. Division durch Null. Alle Computer dieses Planeten arbeiten nun an der Erschaffung der Realität 2.0. Der einzige Zugang zum Internet führt durch die Realität 2.0. Wir würden gern Realität 2.0 spielen. Für Realität 2.0 benötigen Sie unsere fortschrittliche Virtual Reality Brille, nur erhältlich in ausgewählten Filialen. Wenn Sie bereits eine VR-Brille besitzen, drücken oder sagen Sie jetzt Ja. Sybil hat eine, aber die ist kaputt. Wahrscheinlichkeit für einen Defekt des Refraktizierungschips für die Downstream-Signalprotubierung am hinteren Verwerfungsslot 99,6%. Ersatzchip ausgeben. Hör auf, dich zu beschweren und tu es einfach. Viel Spaß mit Ihrem neuen Refraktizierungschip für die Downstream-Signalprotubierung. Genießen Sie alles, was Realität 2.0 Sie erleben lässt. Aber ich will auch spielen.
Ich bezweifle stark, dass die eine Brille haben, die auf deine übergroße, hässliche Birne passt, Max. Genießen Sie Realität 2.0 mit Ihrer ganzen Familie. Mit unserer kostenlosen VR-Brille für Kinder mit besonderen Bedürfnissen können auch Ihre Kleinen in diesen Spielspaß eintauchen. Okay. Ihr seid alle solche, Sammlerstücke? Wertlose Abfallhaufen aus überholtem Schrott? Kontrolliere deinen Ärger. Wiederhole Einsatzziel. Wir haben die Selbsthilfegruppe für ausrangierte Computerklassiker gegründet, um gegen genau diese Art von rückständigem Gedanken gut vorzugehen. Wir hier bei SAC glauben, dass man nur so überholt ist, wie man sich fühlt. Eine Versionsnummer ist auch nur eine Zahl. Okay. Bis später dann, Jungs. Ende der Mitteilung. Ich bin mir nicht genau sicher, was die mir damit sagen wollen. Gehen wir mal runter zu Sibyl. Ich glaube, da liegt ein Buch oder sowas. Das ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe da immer das Gefühl, da liegt ein Buch, das ich auch sammeln kann. Ist aber keins. So. Jetzt nochmal hier. Der Chip lässt sich einfach einstecken, ganz ohne Löten. Menno, du weißt doch, wie gern ich Sachen ankokle. Los, komm in die Gänge und zieh deine genagelten Ork-Treter an, Kleiner. Wir müssen dieses Spiel ausprobieren, um die weltweite Internetkrise beizulegen. Wie gut, dass dein Schutzhut und mein nicht kompatibles Gehirn uns beide gegen Hypnose immun machen. Und gut, dass du den Kurs für dezente Übertreibung an der VHS bestanden hast. Los jetzt! Hey, cool. Ich hab sowas ähnliches mal im Traum erlebt. Da hast du mir ein kaputtes Walross verkauft und bist dann in einem lila Rauchwölkchen verpufft. Willkommen in der Realität 2.0, dem perfekten Ort des perfekten Glücks. Ich bin euer Gastgeber hier, das Internet. Wer hätte gedacht, dass das Internet ein Gesicht hat? Die Realität 2.0 sieht Sibyls Büro verdächtig ähnlich. Realität 2.0 wurde so konzipiert, dass sie der gewöhnlichen Realität in jeder Hinsicht überlegen ist. Sam sieht aber aus wie immer. Weil ich so ja schon perfekt bin. Die Realität 2.0 simuliert eure Welt und verlinkt sie mit dem Cyberspace. Sie ist zugleich eine Mischung beliebter Computerspielmöglichkeiten und bietet statistischen Durchschnittsbürgern garantiert Gefallen. Sie bietet alles für jeden. Warum musst du dann die Leute mit Hilfe der Brillen hypnotisieren? Wir sind sehr zuversichtlich, dass es euch hier gefällt und ihr nie wieder fort wollt. Diese Mistbrille kneift am Kopf! Bitte beachtet, dass dies eine Beta-Version der Realität 2.0 ist. Einige Features und Orte können daher zurzeit noch in Arbeit sein. Kommt mir bekannt vor. Die Realität 1.0 hat das gleiche Problem. Genießt eure neue Wirklichkeit. Hey, Moment mal. Hey, warte. Internet, hallo? Mist. So, ich habe noch einen kleinen Schnitt gemacht. Ja, wir machen denn hier jetzt Feierabend. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Im nächsten Part werden wir diese neue Realität hier mal ein bisschen erforschen. Bis dahin sage ich, gebt mir einen Daumen hoch aufs Video, teilt es euren Freunden, gebt mir Kommentare, ich würde mich freuen. Ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!